Heute befassen wir uns einmal mit den lustigen Einfällen der Frau Gewessler. Sie ist ja Verkehrsministerin und Klimaministerin und hat in dem Zusammenhang auch sehr, sehr eigenartige Vorschläge eingebracht. Zum einen eine Novelle der Straßenverkehrsordnung, bei der man sich wirklich aufs Hirn greifen muss. Zum anderen stoppt sie weiterhin die wichtigsten Verkehrsinfrastrukturprojekte des Landes. Und jetzt hat sie auch noch ein Gaskraftwerk auf Kohle umgerüstet, um ein politisches Statement gegen Russland zu setzen. Ja, das dürften also die Green Jobs sein, im Kohlebergbau, von denen Frau Gewessler immer gesprochen hat.